Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Bevor wir loslegen, würde ich dich noch bitten, die ein oder andere Sache als Videoidee oder vielleicht auch als Spielidee einfach mal in die Kommentare zu schreiben. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen jetzt hier zu diesem neuen kleinen Video zum Internetcafé Simulator 2, wie ihr es jetzt oben links schon sehen könnt. Ich mache jetzt mal die Cam an. Hallo. So. Willkommen zu diesem kleinen neuen Spiel. Nach dieser wunderschönen kleinen Intro-Version von mir. Und ich würde sagen, wir legen hier einfach mal los. Wir starten ein neues Spiel. Wir wollen unser Internetcafé benennen. Wie nennen wir das denn? Ich denke mal einfach Picos Chillbase vielleicht? Jetzt einfach eine Idee. Ich werde mal gucken, ob ich das jetzt so mache, ob genug passiert, dass wir immer in 20 Minuten Schnitte das Ganze teilen oder ob ich das Ganze immer so von einer Stunde Video oder sowas zusammenschneide. Mal gucken. Ich bin jetzt aber gespannt, tatsächlich hier mit der ersten Videoreihe wieder zurück zu sein, zusätzlich zu meinen Dying Light Livestreams. Mindestens jeden Freitag, wenn nicht sogar noch mehr, immer wieder zwischendurch. Ihr könnt euch auch natürlich letztendlich die Aufnahmen davon anschauen. Sind von der Qualität eigentlich ganz in Ordnung. Ich schraube gerade noch daran, ob ich vielleicht die eine oder andere Sache verbessern kann für die Streams, aber grundsätzlich sind die von der Qualität jetzt inzwischen in Ordnung. Hätte ich zumindest gesagt. Aber ihr könnt ja gern euren Senf dazu in die Kommentare schreiben. So, Internetcafé Simulator 2. Sie können sich in kürzerer Zeit an das Spiel anpassen, indem Sie zu den Tutorial-Missionen folgen. Keine Sorge, sie sind nicht langweilig und lang. Okay. Passt. Wir können also hocken, Linksklick schlagen. Pause-Menü, Fähigkeiten. Okay. Inventar springen, WASD. So ein paar Sachen kenne ich tatsächlich schon von dem Spiel. Oh Gott, ist die Maus viel zu schnell. Oh Gott, ist die zu schnell. Die Einstellungen. Kann ich hier irgendwo da Empfindlichkeit schon mal runterdrehen? Und FPS-Limit kann ich hier auf. Ich setze mal auf 60. So. Setzen. Mob und Thermometer. Okay. Ein Spieler. Ah, okay. Interessant, dass das schon mal geht. Ich denke mal, wir sind ja hier noch in einem ganz anfänglichen Bereich. Okay, so ist auf jeden Fall besser, aber irgendwie. Warte, die Einstellung. V-Sync ist wieder ausgewiesen. Hier habe ich nämlich gerade schon gewundert. So. Ein bisschen habe ich immer noch ein bisschen Sorge hier mit V-Sync, aber es geht schon besser. Wir haben es aber rein theoretisch jetzt an, oder? Ja. Okay. Perfekt. Ich hätte gesagt, wir starten jetzt einfach mal rein. Wir sind ganz schön groß, wenn ich das hier so richtig sehe. Na gut. Er hat gesagt, wir gucken jetzt einfach mal hier. Geh zum Öffnen. Nice. Ganz allein auf der Etage. Ey, wir haben es geschafft, Leute. Dritter Stock ganz allein. In der Etage haben wir eigentlich irgendwelche. Okay, wir haben keine Fenster, das ist natürlich jetzt nicht ganz so geil. Interessanter Einrichtungsstil. Ein bisschen fehlt mir halt eine Küche und sowas, aber gut. Naja, wollen wir mal zu Hause zumachen. Wir haben ja unser Internetcafé als Business aufzubauen. Ist es egal, welchen wir rufen, also welchen wir drücken. Wollen wir mal den Aufzug rufen? Wir haben einen privaten Aufzug. Ganz normal hier. Ich hoffe, dass es nicht zu laut ist. Ich guck mal, ich behalte es mal im Auto. Im Auto. Im Auge, wenn es zu laut ist, dann muss ich es nochmal. Okay, es ist ein bisschen laut. Stellt es euch nochmal ein bisschen leise. Ich will nicht, dass es euch die Ohren weg pustet hier. So. Hallo? Dankeschön. So, ich würde gerne nach unten. Soweit weiß ich schon Bescheid. Ich weiß, dass wir auch dort eine Konkurrenz haben. Die können wir auch noch. Können eigentlich gleich mal besuchen. Pass auf, komm. Wir besuchen erstmal die Konkurrenz, um zu gucken, wie gut müssen wir werden. So. Gut, pass mal auf. Hier haben wir unser One Hour Free Squid Internet Café. Okay. Nehmen an, du bist der Kollege, dem das gehört. Hatte seine Musik am Laufen. Okay, aktuell sind wenig Leute hier.
Wir wollen ja auch alle zu uns, ist ja klar. Okay, aber wir haben hier auf jeden Fall eine kleine Konkurrenz, aber wir schaffen das schon. Wir sind ja Profis. Wir sind ja da ganz easy peasy hier ein paar Profis dabei. Also, boah, ich bin echt gespannt. Darf ich bitte noch nach unten fahren? Ah, jetzt. Ich bin echt gespannt, wie das wird, weil ich liebe ja solche Indie-Simulatoren. Also, falls ihr da noch mehr kennt, die wir auf jeden Fall spielen sollten, haut es in die Kommentare, würde mich echt mega freuen. Gut, willkommen in unserer neuen Stadt. In unserem neuen Leben. Okay, wir sind hier unten. Irgendwie niedlich gestaltete Karte, muss ich sagen. Wir haben hier Second-Hand-Geschäft. Wir haben da einen Club. Wir haben hier mein Internetcafé und wir haben hier einen Bitcoin-Miner. Okay. Wie gesagt, so ein paar Sachen weiß ich schon. Natürlich noch nicht alles. Okay, hier ist unser Second-Hand-Laden, ne? Hat das richtig verstanden? Sprühen, okay. Leere Disk. Okay, der schaut sich gerade anscheinend einen Hot-Up-Stream an. Läuft auf jeden Fall bei dem. Feuerlöscher haben wir da. Ja, Twitch-Streams sind halt. Da. Twitch-Streams sind halt. Ne? Deswegen sind wir auch zu YouTube gewechselt jetzt hier. So, wir haben hier verschiedene Controller. Wir haben hier so ein paar günstige PCs, was vielleicht von Anfang nicht ganz so verkehrt ist. Dass wir hier so ein paar Sachen haben, die günstiger sind. Was ist das? Cardboard VR, okay. Ja gut. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Da kann man vielleicht die ein oder andere Sache, die günstiger ist, abstauben. Hier hinten. Da ist ein Bär. Können wir den mitnehmen oder sowas? Nee. Ah, mit Rechtsklick können wir Mittelfinger zeigen, gut. Rabbit Club, okay. Der ist es anscheinend nicht sonderlich einladend. Lassen wir erstmal. Da lassen wir erstmal die Finger von. Ich weiß, Marcel will da unbedingt rein, aber warten wir erstmal noch. Okay. So, wenn ihr übrigens die Glocke aktiviert, dann bekommt ihr es auch immer mit am Handy, wenn wir einen Livestream starten. Wäre auf jeden Fall zu empfehlen, ne? Unsere Livestreams sind cool, da kann man durchaus mal vorbeischauen. So. Mal schauen, hier gibt es ein bisschen Obst und so ein Shit. Mehr gibt es hinten aber nicht. Okay. Wir schauen uns jetzt hier gerade einfach mal ein bisschen um. Ach, da komme ich nicht weiter, okay. Ich sehe schon, wir können hier à la Gronkh am Ende noch nach irgendwelchen Bugs und so suchen. Dann haben wir einen grünen Trump, okay. Was halt so typischerweise in solchen Städten hier umherläuft, ne? Okay, hier hinten irgendwo müsste unser Internetcafé sein. Muss nochmal ein Dude am Liegestützen machen. Ich glaube, hier hinten rechts. Okay. Läuft bei dem Typen. Ich glaube, die Entwickler haben zu viel Squid Game geschaut, habe ich so das Gefühl. Guck mal hier, das schaut auch nach ja. Picos Chill Base. Schön. Ist auch, ja, ich sag mal fast sauber. Ach, mit E drücken. So. Schnapp dir den Mob und reinige dein Kaffee. Ja, gut. So. Ja, alles sauber machen. Erstmal alles richtig schön hier sauber machen, ist ja logisch. Ich bin mal echt gespannt, wie oft hier irgendwas Neues passiert, wenn wir natürlich total die Phasen zwischendrin haben, wo wir die ganze Zeit Zeug sammeln müssen oder sowas, dann skippe ich das für euch einfach, weil das müsst ihr euch ja nicht antun. Ich habe extra schon unser Rotlicht im Hintergrund hier in der Cam angemacht. Ach, mir schadet ja nicht, ne? Wie krass das Licht hier also der Schatten vom Mikrofon zu sehen ist, so auf dem Pulli. Na gut. Aber es soll mich nicht stören. So. Irgendwelche Wünsche oder sonstiges könnt ihr natürlich auch immer in die Kommentare schreiben, wenn ihr meint, so, yay, der Pikus soll irgendwas anders machen, das ist wichtig, dass ich ihm das mitteile. Oder der macht irgendwas komplett scheiße oder sowas. Ab in die Kommentare damit ich es überhaupt weiß, weil solange es konstruktive Kritik ist, kann man damit ja was anfangen. So.
Beispielsweise irgendwie, der Picus redet zu schnell oder redet zu leise oder ist zu leise im Video oder ist ja voll die schlechte Quali, irgendwie sowas. Dann kann man da durchaus was machen. Vielleicht. Je nachdem. Ach, da ist noch ein Fußabdruck. Gut, das müsste es jetzt alles gewesen sein. Mit rechts können wir das Ding mal wieder hinwerfen. Okay. Der Strom ist aus. Ja, wir wollen aber hier den auch mal, ach, da, bauen. Wie gesagt, hier in die Ecke, oder? Da sind doch... Sind da nicht die... Stromanschlüsse hier? Da in der Ecke, hätte ich gesagt. Strom ist aus, Strom ist aus, Strom ist aus. Da, Strom ist an. Sehr gut. Computer, Gehäuse, Monitor, Tastatur und Maus kaufen. Auf Zamazon. Wie viel haben die Dinger vorhin gekostet? Mal eben schauen hier. Und Computer verwenden. Space drücken zum Computer hochfahren. Ja klar, machen wir das. Let's go. Booten lassen hier. Ich glaube, unser PC ist ja auch nicht der dollste, aber gut. Was haben wir denn überhaupt hier? MyCafe, CafeSoft, www, also Internet, MyCafe und Foods. Was ist das? Größer machen wir. Erkennt ja immer noch nichts. Auftrag, Computers, Tapeten. Okay. Okay, ich sehe, ich kann hier Tapeten und alles Mögliche ändern, aber vielleicht nur von den PCs. Also das schaut mehr so aus, als ob das so Desktop-Hintergründe sind. Und nicht für unser Café hier. Genau, hier sind die normalen Wandfarben und so ein Shit. Okay, cool. Cool, cool, cool. Boden, Bilden, Decken. Okay, alles klar. Denn hier im Internet gibt's. Was gibt's da alles Schönes? Zamazor, Krypto, Apps, Warcry Coin, Crack, Bill, E-Mail, Kawaii oder Kawaii. Ich weiß nicht, ob das so ist wie bei Hawaii. Clothes, also Klamotten, Skin Cases, Fruit Slot. Okay. Wir sollen auf Zamazor gehen, haben sie gesagt. Gut, Computer Case. Pass auf, jetzt schauen wir mal. Das günstigste kostet 145 Euro. Warte, wie kann ich jetzt hier eben aus dem... Ach da. Nee. Ah, mit Q. Also 145 Euro ist das günstigste. Jetzt machen wir doch gleich mal und schauen hier, was im Second-Hand-Laden so alles abgeht. Ist ja gerade viel los hier. Ah, guck mal, da ist Pinky gerade hier. So. Wo sind wir denn jetzt hier zu Hause? Ach, hier sind wir, okay. Hallo. Ich weiß nicht so. Eigentlich schaut es aus wie. Ah, wie heißen die von den Teletubbies? Tinky Winky, Dipsy, Lala. Genau, Lala war die gelbe. Lala war die gelbe. Aber die hatte eigentlich so einen Kringel drauf. Eigentlich war Dipsy, der grüne, war das, der nur so ein Stäbchen oben drauf hatte. So, aber 145 hatten wir gesagt. Und der kostet hier 116. Guck mal. Hätte ich gesagt, kaufen wir davon einen. Dann kaufen wir nämlich hier die Sachen. Erstmal natürlich einmal die günstigsten hier durchkaufen, bitte. So, ist so eine Billigmaus hier. Guck mal, da ist doch so eine. Warte, wir haben das jetzt gekauft. Achso, wir haben das schon. Oh Gott, wir müssen das jetzt einzeln dahin tragen. Okay, got that. Na ja, gut, aber macht ja nichts. Dahin. So, bauen. So. Weiß nicht, wie sinnvoll es ist, vielleicht immer das Garagentor zuzumachen. Ich weiß nicht, ob die Leute hier reingehen und eventuell was klauen können. Wieder bei Pinky vorbei. Und ab zu den Parts hier. Und mitnehmen.
Und wieder rüber rennen, wieder an Pinky vorbei. Alter, die Musik hier. Und ab weiter nach hier drüben. Ich hoffe, dass da nichts geclaimed wird mit der Musik, aber ich glaube jetzt nicht, dass es so krasse Musik ist. So, wie packen wir das denn da hin? Links oder rechts? Bei mir steht der PC rechts tatsächlich. Den tun wir mal hin. Okay. Das war jetzt unerwartet, darf ich mal kurz sagen. Kommt einfach wer rein und jagt uns in die Luft. Standard hier, oder? Oh shit, ey. Zum Glück ist es jetzt am Anfang passiert. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten hier schon übelst was stehen. An Zeug. Jetzt müssten wir alles neu platzieren. So. Wunderschön. So. Oh Gott. Ist zwar jetzt alles andere als gemütlich hier, aber gut. Weiß ich, sollte man den Exklusivleuten einfach direkt eine Baserschläger rübergeben? Ich weiß nicht, was das Sinnvollste ist. Nicht, dass die da immer den Laden in die Luft jagen. Jedes Mal. Das wäre echt ein bisschen bitter. So, jetzt gucken wir mal eben. Den haben wir noch gekauft. Jetzt ist die Frage, zählt er das schon oder müssen wir das extra nochmal auf Zamazon kaufen? Weil natürlich, solange wir unser Second-Hand-Zeug hier holen können, macht das für uns ja einfach mehr Sinn. So, wunderschön. Und jetzt hätte ich gesagt, holen wir noch die Maus. Alter, die Musik jedes Mal beim Vorbeirennen. Da geht's übel ab, Leute. So. Ich hätte gerne blub, diese Maus. Kaufen. So. Okay, dann haben wir schon mal ein paar richtig geile Sachen für unser Internetcafé geholt. Geht eigentlich irgendwo hier noch so die Lichter irgendwie so übel ab oder sowas? Nee, ne? Ja gut. Vielleicht finden wir ja irgendwann heraus, was es damit auf sich hat. Was ist los, Herr Officer? Haben wir etwas angestellt? Ich hoffe doch nicht. So. Rein theoretisch würde noch ein Mikrofon fehlen, aber brauchen wir das zwangsläufig? Ich glaube nicht, oder? Okay, ich glaube, der will aber immer noch, dass wir die Sachen auf Zamazon holen. Weiß nicht, ob wir das... Ich meine, wir haben schon mal jetzt ein Setup geholt, was nicht verkehrt ist. Wir können aber ja trotzdem die Sachen nochmal holen, weil dann ist ja vielleicht nochmal geiler. So, sehr geile Sachen hier teilweise. Stuhl müssten wir dann rein theoretisch auch noch holen. Aber gut, darum geht es jetzt ja erstmal nicht. Sie sollen ja erstmal nur die nötigsten Sachen holen. Nimm's Monitore. Zack. Wir holen einmal nochmal die günstigsten Sachen. Einfach nur, damit wir dann schon zwei Arbeitsplätze haben. Desk. Ich glaube, das müsste es eigentlich schon sein, oder? Aber wir brauchen natürlich jetzt nochmal einen Stuhl und einen also einen Tisch. Alter, das ist der günstigste Tisch. Für 400 noch was. Da 399. Oh, 320, okay. Okay. Ah, guck mal, da ist nochmal hier so ein günstiger. Zack. Okay, perfekt. Kaufen wir das einmal. Okay, wir haben aktuell eine Rezension von 3,0, weil noch keiner auch da war.
Anfragen, Computer. So. Vielleicht. Oh. Moment, ich muss mal. Ich glaube, wir müssen den Stuhl noch davor stellen, kann das sein? Perfekt. Ah, ich höre gerade durch das Maultier, unsere ersten Sachen sind angekommen. Warte, wir müssen jetzt mal eben den Tisch finden. So. Oder wir stellen den hier hin. Oh, guck mal. Wir haben eine Anfrage. Anfrage? Nee, da Anfragen. Annehmen. Die Tutorial-Mission abgeschlossen. Jetzt können Sie das Spiel frei spielen. Wenn Sie möchten, können Sie einige Quests annehmen, indem Sie durch die Stadt gehen. Das Spiel wird gespeichert, wenn Sie schlafen. Okay, sehr nice. Okay, ich verstehe. Okay, jetzt machen wir hier langsam unseren Reibach, oder? Hätte ich gesagt. Bauen wir mal noch eben hier dieses Zeug hin. Und dann. Mensch. So. Die Frage ist, sollen wir jetzt noch einen Linkshänder-PC bauen? Ich weiß nicht, ob Linkshänder mit der anderen Maus dann das Ganze, mit der anderen Hand wirklich die Maus steuern und sowas. Das weiß ich tatsächlich nicht. Der guckt, glaube ich, jetzt gerade Informationsvideos hier auf YouTube. Ist ja durchaus sinnvoll. Also von daher, der macht ja was Gutes. U links, ach R rechts, okay. Schon gewundert. Ich will mal schlagen, weil ich mit Linksklick die Sachen auswählen möchte. So. Ich habe hier so ein paar Ideen, aber ich weiß noch nicht, ob das gut läuft oder nicht. Muss ich ehrlich sagen. So. Guck mal hier, PC 2 ist am Start. Easy Snack. Ich würde nämlich ganz gerne. Aber egal, wir starten. Also ich würde sagen, wir wollen jetzt erstmal hier die Runde beenden, jetzt das erste Video. Wir haben also unser wunderschönes kleines Café hier gebastelt und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zur nächsten Folge. Haut rein und tschüss. Ciao.